Jérôme Boateng steht bei mir und hat sich diese erste Halbzeit intensiv Kurzzeit angeguckt. Jérôme, wie hat es gefallen, was du gesehen hast? Ja, sehr gut. Gerade mit einem super Ende für die deutsche Mannschaft. Ich glaube, sie haben sich super zurückgekämpft. Ich glaube, es ist ein hart umkämpftes Spiel. Die Spanier sind natürlich auch ein sehr starkes Team. Aber mich freut es, dass sie jetzt nochmal so gut zurückgekommen sind. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass es so weitergeht, wie es aufgehört hat. Und dass wir auf jeden Fall ins Finale kommen, wird nochmal ein hartes Stück Arbeit. Aber wenn sie so aggressiv spielen wie am Ende, dann glaube ich, haben wir gute Chancen. Dennis Schröder hat pünktlich zum Halbfinale in den Beast-Mode geschaltet, oder? Das war eine brutale erste Halbzeit von ihm. Ja, Dennis spielt brutal heute auch wieder. Ist ganz wichtig natürlich fürs Team. Freut mich für ihn. Aber ich glaube, was Deutschland ausmacht, ist einfach dieses Teamgebilde. Man sieht einfach, jeder kämpft für den anderen. Ist eine Mannschaft, die intakt ist. Und Dennis geht ganz stark voran als Anführer. Wir haben in diesem Turnier ein bisschen darüber gesprochen. Es gab so ein paar Spiele, da haben sich auch die Spieler gewünscht, Berlin kann noch ein bisschen mehr Köln werden. Heute ist das eine halbfinalwürdige Kulisse, oder? Ja, ich denke schon. Ich glaube, am Ende jetzt im zweiten Abschnitt wird es auch noch mal lauter, hoffentlich, wenn wir gut spielen. Und es ist wichtig, das Publikum kann der Mannschaft noch mal einen Kick geben. Man kennt es aus jedem Sport, dass das Publikum schon noch mal dazu beitragen kann. Und dann hoffen wir auf ein gutes Ende heute. Werden die Jungs Europameister? Ich hoffe und ich glaube daran, auf jeden Fall. Sehr schön, danke, Jérôme, danke dir. Also der Swag auf jeden Fall auf dem gleichen Level wie bei Dennis Schröder, würde ich sagen, bei Jérôme Boateng. Alle Spiele der Eurobasket live